Der Nexaro NR1500 sieht seine Welt über einen Laserdistanzsensor. Der versteckt sich hier unter diesem Turm, unter dem auch das Warnlicht ist. Und das ist ein rotierender Laser, der dann eine zweidimensionale Karte seiner Umgebung erstellt. Auf dieser Karte sieht man dann Wände, sieht Möbelstücke, Hindernisse. Und anhand dieser Karte navigiert und lokalisiert der Roboter die Algorithmen, die er dafür verwendet. Das nennt sich SLAM-Algorithmen, Simultaneous Localization and Mapping. Und ein großer Vorteil von dieser laserbasierten Navigation ist nicht nur, dass die sehr genau ist. Der Laser kann ganz genau, Zentimeter genau seine Umgebung abtasten. Das hat natürlich auch einen Vorteil im Vergleich zu einer kamerabasierten Navigation, dass das unabhängig von Umgebungslicht ist. Der Roboter kann nachts fahren, kann im Sonnenlicht fahren, es wird kein Kamerabild gestört. Und wenn ich keine Kamera habe, habe ich natürlich auch kein Problem mit sensiblen Daten. Denn so eine zweidimensionale Karte, die erstellt einen Grundriss, aber ich habe keine Möglichkeit, über Datenlecks jetzt irgendwie Kamerabilder oder Daten in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Der NR1500 erfasst mit seinem Laserdistanzsensor einen zweidimensionalen Grundriss. Das heißt, da er kein bildgebendes Verfahren an Bord hat, keine Kamera, kann er keine Dokumente, keine Personen, keine personenbezogenen Daten aufnehmen. Und das ist natürlich vor allem vor dem Hintergrund Datenschutz, Datensicherheit, IT-Sicherheit ein großer Vorteil für die Nutzer des Systems, dass sie sich hier keine Sorgen machen müssen, dass irgendwelche sensiblen Daten in einen ungeschützten Raum kommen. Ein weiterer Vorteil, wenn man ohne kamerabasierte Systeme navigiert, ist natürlich, dass man komplett unabhängig von Umgebungslicht und Umgebungsfaktoren ist. Das heißt, der Roboter kann sowohl im Dunkeln fahren, er wird nicht gestört durch Sonneneinstrahlung und das ist natürlich nochmal ein technischer Vorteil. Nexaro. Secure your success.